Die Bayern sind zurück in London, zurück am Ort des Triumphes. Pep Guardiola war im vergangenen Mai natürlich nicht dabei, aber auch er hat gute Erinnerungen an die Stadt. Zweimal traf er mit Barca auf Arsenal in der K.O.-Runde. Beide Male war es eine klare Sache. So weiß er, worauf es ankommt. In diesem Spiel zwischen zwei großen Mannschaften wie in Europa, alles ist wichtig. So die Taktik, die Physik, für mich die Physik ist the least important. So ist der Kopf, um zu verstehen, um hier zu gewinnen, um eine gute Route, um gute Performance zu machen. Wir brauchen eine super, super Leistung, super Performance. Großen Respekt hat Guardiola vor Mesut Özil. Vor allem den müsste man unter Kontrolle bringen. Mesut Özil ist ein Top-Top-Spieler. Ich kenne ihn gut aus seiner Zeit in Madrid. Mit Barcelona haben wir häufig gegen ihn gespielt. Ich denke, er ist in Madrid sehr gewachsen. Özil war aber auch schon in Deutschland ein fantastischer Spieler. Ein großartiges Talent. Tolle Pässe und enorme Qualität im 1-zu-1-Spiel. Alle aus meiner Mannschaft, die mit ihm in der Nationalmannschaft zusammen sind, haben mir gesagt, dass er ein richtig toller Junge ist. Einer, der ihn besonders gut kennt, ist Manuel Neuer. Der Keeper ist mit Özil in Gelsenkirchen gemeinsam auf eine Schule gegangen. Er wird mit Sicherheit auch, was jetzt die Robustheit betrifft und das körperliche Spiel, in England auch dazulernen. Er hat natürlich auch Spieler in seiner Mannschaft, mit denen er gut im Mittelfeld zusammenspielen kann, wo er den Ball laufen lassen kann. Und dann ist er immer ein Spieler, der den tödlichen Pass bringen kann. Das weiß man auch schon von vorher. Aber ich glaube, in Arsenal ist es so, dass auch die Spieler ihn brauchen und darauf warten, dass er den Pass spielt. Zuletzt war Özil nicht die erwünschte Führungsfigur im Spiel von Arsenal. Aber oft reicht ja ein genialer Pass für die Entscheidung. Darauf müssen sich die Bayern einstellen.